Autoschlüssel in der Sonnenblende. Ein klassisches Versteck. Zumindest im Fernsehen. Der Führerschein von Clark scheint in Ordnung zu sein. Die Fahrzeugregistrierung läuft nicht auf den Namen von Michael Clark oder einem Mietunternehmen. Okay, Zeit für die Spurensicherung, den Bunker unter die Lupe zu nehmen. Und Clark? Er ist zu selbstsicher. Ich muss ihn in einen Verhörraum bringen und herausfinden, wie er wirklich tickt. Ich kenne meine Rechte. Sie können mich nicht einfach in einem Auto gefangen halten. Sie würden nicht mal einen Hund hier einsperren. Gibt es auf der Wache Toiletten? Ich habe das Recht, einen Anruf zu tätigen, werte Frau Ermittlerin. Ein externes Telefon. Hallo, Chef. Hier ist Michael Clark. Ich bin immer noch an der Armstrong-Entführung dran. Aber es gibt ein kleines Problem. Ich wurde an einem Ort erwischt, an dem ich nicht sein sollte. Ich bin auf der Polizeiwache. Nein, ich bin nicht verhaftet worden. Ich werde nur verhört. Mich feuern? Und warum? Die Integrität des Senders? Das soll wohl ein Witz sein, oder? Wenn Sie glauben, dass ich es so sehr vermasselt habe, dann feuern Sie mich doch. Verstanden? Feuern Sie mich. Ja, machen Sie schon. Das lief ja nicht so gut. Ich glaube, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Wie geht es jetzt weiter? Gehen Sie vor. Dann werden wir uns unterhalten. Ich füge Sie der Akte hinzu. Alles, was Clark sein Lächeln aus dem Gesicht wischen wird. Fallakten. Eine Menge davon für unsere kleine Stadt. Für ihn ist das alles nur ein Spiel und er rechnet nicht damit zu verlieren. Ein zusätzlicher Computer, damit ich nicht den ganzen Weg zu meinem Schreibtisch gehen muss. Der einzige bequeme Stuhl in der ganzen Station. Aber es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. So, nachdem wir jetzt eine Probe Ihrer DNA haben, können wir beginnen. Interview mit dem Verdächtigen Michael Clark, 18 Uhr, 30. März 2019. Dieses Interview wird aufgezeichnet. Zweifellos von Elfen hinter dem Spiegel. Hm? Sie wurden an einem Tatort verhaftet, an dem Sie das Absperrband der Polizei beschädigt haben. Ich zahle gerne für eine neue Rolle. Das ist ein Vergehen der Klasse A und wird mit einer Geldstrafe von 500 US-Dollar geahndet. Oh, das ist bedauerlich. Zunächst einmal, wo waren Sie in der Nacht, als Daisy Armstrong entführt wurde? Ich habe in meinem Hotelzimmer ferngesehen. Aber ich hatte meinen Polizeiscanner eingeschaltet. Ich hörte die ersten Berichte, dass das kleine Mädchen vermisst wurde. Die Polizei am Tatort hätte mich auf keinen Fall in die Nähe gelassen. Ich habe mir den Wecker gestellt, damit ich gleich am nächsten Morgen an der Story arbeiten konnte und versuchte zu schlafen. Das war kein einfaches Unterfangen. Kann jemand bestätigen, wo Sie waren? Nein, ich fürchte nicht. Ich war allein und schlaflos. Eine traurige Kombination. Und wohl ein schlechtes Alibi. Kommen wir nun zu den Benzinkanistern.
Und dem, was wir in ihren Taschen gefunden haben, als sie heute hierher gebracht wurden. Das klingt spannend. Zusätzlich zu dem Benzinkanister auf dem Rücksitz ihres Pickups und einem weiteren im Bunker hatten sie ein Feuerzeug und Handschuhe in ihren Taschen. Sie wollten den Bunker und alle Beweise darin in Brand setzen. Ach, wo soll ich anfangen? Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Aber ich hatte nicht vor, diese Dinge zu benutzen, um den Tatort zu zerstören. Ich habe meine ganze Karriere an Tatorten verbracht. Ich habe die Handschuhe mitgebracht, um den Tatort nicht mit meinen Fingerabdrücken zu verunreinigen. Der Benzinkanister auf der Ladefläche meines Pickups, den benutze ich, um ihn mit Benzin zu befüllen. Tankstellen sind in diesen Bergen rar gesät. Ich wusste nicht, dass es im Bunker einen Benzinkanister gibt. Wenn das wahr ist, habe ich Ihnen einen Gefallen getan. Meine Ankunft hat offensichtlich jemanden abgeschreckt, der alles verbrennen wollte. Haben Sie auch eine Ausrede für Ihr Feuerzeug? Das Feuerzeug? Ich versuche, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich benutze das Feuerzeug als Erinnerung daran, nicht wieder anzufangen. Beginnen wir damit, warum Sie die Hütte aufgesucht haben. Wenn die Polizei daran interessiert ist, bin auch ich daran interessiert. Ihr Pickup. Ein sehr schöner Wagen. Besonders für einen freien Mitarbeiter, von dem nur ein paar Stories ausgestrahlt werden. Wie können Sie sich das leisten? Wenn Boston Six eine Story verwendet, zahlen Sie gut. Dieser Truck ist der beste seiner Reihe. Wie viel hat er Sie gekostet? 55, 60.000 Dollar? Wenn ich muss, tue ich, was jeder andere auch tut. Ich nehme einen Kredit auf. Was ist mit Ihnen, Frau Ermittlerin? Haben Sie einen Autokredit? Er genießt das Verhör. Ich muss ihn aus der Fassung bringen, ihn überraschen, damit er einen Fehler macht. Erklären Sie mir noch einmal, wie Sie zum Tatort gekommen sind. Ich habe die Funkfrequenz der Polizei abgehört. Das kann jeder mit einem Scanner. Ich fuhr mit meinem treuen Pickup zum Tatort, wie ich es schon seit Jahren tue. Nachdem das forensische Team gegangen war, musste ich mir den Tatort selbst ansehen. Ich habe den Bunker kurz vor Ihrer Ankunft erreicht. Sie sagten, Sie fahren den Pickup schon seit Jahren? Sie haben richtig gehört. Dank ihm verpasse ich nie eine Story. Sie sagen, dass Sie Ihren Pickup schon seit Jahren benutzen. Aber die Zulassungsbescheinigung ist nicht auf Ihren Namen ausgestellt. Der Truck gehört einem Mann namens Stephen Baker. Okay, ich verstehe nicht, warum der Pickup für Sie so wichtig ist. Aber ich schätze, mein Ego war hier etwas im Weg. Ja, der Pickup wurde mir von einem Freund geliehen. Ich könnte ihn mir nicht mal mit einem Kredit leisten. Ich glaube, Sie haben ihn gestohlen, Mr. Clark. Für das Gelände hier brauchten Sie einen Wagen mit Allradantrieb. Also haben Sie ihn gestohlen. Beweisen Sie es. Aber während Sie sich auf eine wilde Katz-und-Maus-Jagd begeben, können Sie mich nicht hier festhalten. Sie sagen, Sie sind Journalist. Ein freier Mitarbeiter für Channel 6 News in Boston. Ich verkaufe meine Stories an viele Medienkanäle. Wie geht es Ihrer Redakteurin? Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, ging es ihr gut. Aber das war vor Monaten. Wie war nochmal Ihr Name? Ich arbeite für viele Sender und viele Redakteure. Sie kennt Ihren Namen, aber Sie erinnern sich nicht an Ihren? Ich hab's nicht so mit Namen. Kelly Johnson. Ah, ja. Kelly. Ich hab mir den Namen nur ausgedacht. Das freut mich für Sie. Ihr Name ist Abby Wilson. Mr. Clark, Sie lügen mit jedem Atemzug. Das war aber nicht nett. Er glaubt, er sei unbesiegbar. Ich muss mit seinem Ego spielen. So komme ich an ihn ran.
Was machen Sie in den Berkshires? Und was ist Ihre Verbindung zum Fall Armstrong? In den letzten Monaten habe ich an einem großen Fall gearbeitet. Boston Six News hat sich schon auf meine nächste Story gefreut. Die Armstrongs stehen schon seit langem auf meiner Liste möglicher Ziele. Ich habe einen anderen Gang eingelegt, als Daisy entführt wurde und begann, über die Armstrongs zu recherchieren. Wo ist ein Lügendetektor, wenn man ihn braucht? Komm schon, Joanna, das kannst du besser. Ich sehe nichts, was beweisen würde, dass er lügt. Sie sind also einfach so während Ihres Aufenthalts in den Berkshires über eine große Entführungsstory gestolpert? Ja, ich habe nach Spuren von polychloriertem Biphenyl im Fluss geforscht, um Himmels Willen. Und dann, wow, die Armstrongs. Das ist kein Bericht, den man jeden Tag sieht. Das ist eine Spur. Manchmal hat man einfach Glück. Ich habe Boston Six News angerufen. Ihre Redakteurin sagte, sie hätte schon lange nicht mehr mit Ihnen gesprochen. Wenn Sie doch an dem Fall Armstrong arbeiten, warum haben Sie dann im letzten Monat nichts eingereicht? Als die Entführung stattfand, wurde mir klar, dass das eine einmalige Gelegenheit war. Vergessen Sie intime Fotos von den Reichen und Schönen. Diese Geschichte ist mir geradezu in den Schoß gefallen. Ich war gerade dabei, meine ersten Notizen einzureichen, als ich die Entdeckung der Hütte mitbekam. Und ich hatte recht. Kein anderer Journalist war vor mir da. Da mussten Sie auftauchen. Ich muss hier raus und meine Story schreiben. Das klingt plausibel. Er ist zur Stelle, wenn eine große Story auftaucht, und geht ihr nach. Auf Ihrem Presseausweis steht Boston Six News. Und Sie sagen, Sie hätten mit der Arbeit am Fall Armstrong begonnen, als die kleine Daisy entführt wurde. Aber Boston Six News wusste nicht einmal, dass Sie vor Ort waren. Glauben Sie, dass ich nur Boston Six anvisieren würde, wenn ich Insiderwissen zu diesem Fall hätte? Ich hätte einen Bieterwettstreit lostreten können für meinen, ich nenne es mal, Exklusivbericht. Das klingt immer noch nicht ganz richtig. Aber seine Geschichte hat eine seltsame Logik. Ihre Kamera im Pickup. Auf ihr waren Fotos von Daisy, bevor sie entführt wurde. Die Armstrongs sind eine berühmte Familie. Wie die Kennedys oder Hollywood-Paare. Klatschseiten lieben sie. Die Leute wollen sehen, wie sie leben. Am Anfang habe ich nur Schnappschüsse gemacht. Paparazzi leben davon, dieses eine exklusive Foto zu bekommen. Heiß, intim, was auch immer. Als es dann zur Entführung kam, wurde mir klar, dass ich zuerst hier war. Was für eine Gelegenheit. Und ich habe sie ergriffen. Sie haben auch auf alles eine Antwort. Sie sind nicht sehr gut in Ihrem Job, oder? Wie lange machen Sie das schon? Lange genug, um Sie lebenslang wegzusperren. Wenn Sie das kleine Mädchen getötet haben. Ich weiß, dass Clark lügt. Ich muss die gesamte Abfolge der Ereignisse rekonstruieren, um zu verstehen, was passiert ist.
weiß auch ohne Monsieur Poirots Hilfe, dass ich falsch liege. Geschafft! Anfängerfehler sind einfach nicht mein Ding. Ich werde Ihnen sagen, was wirklich passiert ist. Sie haben gewartet, bis die Spurensicherung weg war und sind dann mit Ihrem wahrscheinlich gestohlenen Pickup zum Tatort gekommen. Sie haben einen Benzinkanister aus Ihrem Wagen geholt. Sie sind dann in die Hütte gegangen, um nachzusehen, ob Daisy gefunden wurde. Dann sind Sie direkt zum Bunker gegangen, um zu sehen, ob er entdeckt wurde und haben geplant, ihn in Brand zu setzen und alle Beweise darin zu vernichten. Bevor Sie das Feuer legen konnten, hörten Sie mich kommen. Also ließen Sie eilig Ihren Benzinkanister zurück und schlossen die Luke. Sie dachten, ich könnte den Bunker nicht öffnen. Wenn ich Sie nicht gefunden hätte, hätten Sie wohl auch die Hütte niedergebrannt. Ich werde mich nicht über Sie lustig machen oder darüber, wie Sie mein Verhör gehandhabt haben. Sie sind offensichtlich noch sehr neu in diesem Job. Ich schwöre, ich sag die Wahrheit. Ich wusste nicht, dass der Bunker da war, bis Sie auftauchten. Ich scheine Ihren gesamten Polizeiapparat übertrumpft zu haben. Wenn ich die DNA-Ergebnisse aus dem Bunker habe, werden wir dieses Gespräch fortsetzen. Sie haben überhaupt keine konkreten Beweise gegen mich. Die Laborergebnisse werden bald da sein. Damit werden Sie nicht durchkommen. Sehen Sie diesen Anruf? Das ist Ihr Haftbefehl. Und ein Ticket direkt ins Gefängnis. Ich bin gleich wieder da. Guten Tag, Sir. Ich glaube, ich habe den Mann gefunden, der Daisy Armstrong entführt hat. Ich verhöre ihn gerade. Warten Sie, Ermittlerin Lockyer. Ich habe eine schlechte Nachricht. Jemand hat die Hütte und den Bunker in Brand gesetzt. Die Feuerwehr ist vor Ort, aber sie sagt, dass es zu spät ist. Das ist unmöglich. Mein Verdächtiger ist schon den ganzen Abend mit mir im Verhörraum gewesen. Wir können ihn nicht festhalten. Suzanne Moreau. Ihre Fingerabdrücke befinden sich auf den Weinflaschen, die in der Hütte gefunden wurden. Wir haben auch die Fingerabdrücke einer unbekannten Person gefunden. Aber sie stimmen nicht mit denen Ihres Verdächtigen überein. Sir, bei allem Respekt, ich bin überzeugt, dass Michael Clark etwas damit zu tun hat. Ermittlerin Locke, ich bin bereits nachsichtig mit Ihnen. Aber wir können Ihren Verdächtigen nicht festhalten, nur weil Sie von seiner Schuld überzeugt sind. Wir haben Beweise, dass Suzanne mit einem Komplizen Noah Garrity zusammengearbeitet hat. Ich befehle Ihnen, den Reporter freizulassen und diese Moreau zu verhaften. Lassen Sie mich nur noch meine letzte Spur überprüfen. Die DNA-Analyse des Haares, das im Bunkertresor gefunden wurde, die Ergebnisse sind gerade eingetroffen. Ich weiß, wie schwer das ist. Okay, holen Sie die DNA-Ergebnisse. Ermittlerin Locke, ich gebe Ihnen maximal eine Stunde Zeit. Dann schließen Sie die Akte und verhaften Suzanne Moreau. Vielen Dank, Sir. Ein zusätzlicher Computer, damit ich nicht den ganzen Weg zu meinem Schreibtisch gehe. Für ihn ist das alles nur ein Spiel. Und er rechnet nicht damit zu verlieren. Der einzige bequeme Stuhl in der ganzen... Wen haben Sie vorhin angerufen? Eine Redakteurin der Boston Six News. Eine Redakteurin, die Sie wiederholt aufgefordert haben, Sie zu feuern? Das war Ihr Komplize, nicht wahr? Sie haben ihm gesagt, er soll das Feuer legen. Ein Komplize? Ich weiß, dass Sie Noah angerufen haben. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. Bleiben Sie genau da, wo Sie sind. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Wow. Höre ich da etwa Gründe für eine Klage?
Eine arme, unschuldige Frau wird anstelle von Ihnen angeklagt. Sie haben mir eine Falle gestellt, nicht wahr? Sie müssen mich gehen lassen. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Anruf im Labor. Ich weiß, dass Sie es waren und ich werde es beweisen. Hallo, hier ist Joanna Locke. Ich brauche die Ergebnisse des DNA-Tests, um den ich Sie gebeten hatte. Hallo, Ermittlerin Locke. Leider haben wir nur die DNA-Sequenz. Wir hatten noch keine Zeit, Sie mit den Verdächtigen zu vergleichen. Das wird noch ein paar Stunden dauern. Tut mir leid, aber Sie sind nicht die einzige Person auf der Warteliste. Schicken Sie Ihre Analyse an meinen Computer im Büro. Ich werde den Vergleich selbst vornehmen. Dafür brauche ich eine Genehmigung. Ich habe einen Mörder, der frei herumlaufen wird, wenn ich diese Ergebnisse nicht sofort bekomme. Ist ja schon gut. Wir schicken Ihnen die Ergebnisse sofort zu. Aber ich muss das protokollieren. Das ist meine letzte Chance. Nein! Suzanne! Ich verstehe das nicht. Ich war mir sicher, dass es Clarks Haar sein würde. Ich muss ihn gehen lassen. Sie können gehen. Tut mir leid, dass Ihr Plan nicht aufgegangen ist, Frau Ermittlerin. Vielleicht sollten Sie über einen Karrierewechsel nachdenken. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Oder sehe ich anders, meine Liebe, denn ich bin hier fertig. Ich hatte keine andere Wahl, als zum Haus der Armstrongs zurückzukehren und Suzanne Moreau zu verhaften. Der Haftbefehl gegen Suzanne Moreau. Suzanne wurde von Clark und Noah reingelegt. Sie sind die Entführer. Aber ich werde nicht aufgeben. Wenn Suzanne vor Gericht steht, werde ich für ihre Verteidigung kämpfen. Aber fürs Erste hat der Staatsanwalt das Sagen. Wenn ich eine Ermittlerin bleiben will, hat er immer das letzte Wort. Suzanne wurde von Clark und Noah, aber ich werde aber fürs Erste eine... die Tür steht weit offen. Seltsam. Hey, ist da jemand? Miss Moreau? Miss Moreau? Hier ist Ermittlerin Locke.
Miss Moreau, können Sie mich hören? Ich bin's, Ermittlerin Locke. Sie müssen jetzt aufstehen. Miss Moreau? Miss Moreau, können Sie mich hören? Suzanne Moreau ist tot. An ihrem Körper gibt es keine Spuren von Schlägen oder Verletzungen. Sie scheint sich gegen niemanden gewehrt zu haben. Es scheint, als hätte sich Suzanne durch die Einnahme all dieser Medikamente selbst das Leben genommen. Ihre Brille ist verschwunden. Suzannes Tagebuch ist verschwunden. Suzanne hat die Wahrheit über ihre Mutter gesagt. Gemerkt haben, wie sie benutzt worden war. Der Tod ihrer Mutter hat das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Und das selbstgerechte Gericht der sozialen Medien war so schnell wie immer dabei, sie zu verurteilen. Ich habe den Staatsanwalt angerufen, um ihn zu informieren. Hier spricht Ermittlerin Locke, Sir. Ich bin im Haus der Armstrongs. Haben Sie Suzanne Moreau verhaftet? Sie ist tot, Sir. Dem ersten Anschein nach Selbstmord. Aber die Spurensicherung muss sich das näher ansehen. Hat sie sich aus Reue über ihre Beteiligung an dem Verbrechen umgebracht? Das wissen wir noch nicht. Ich rufe jetzt die Spurensicherung an, aber ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid geben. Was für ein Chaos. Bleiben Sie vor Ort, bis die Spurensicherung eintrifft. Ja, Sir. Ich bleib hier. Die Ermittlung wurde offiziell eingestellt. Ich war mir sicher, dass sie unschuldig war. Clark war für 4 Todesfälle verantwortlich und hatte sich dann in Luft aufgelöst. Mit 1 Million US-Dollar. Allerdings wurde das Geld markiert und lässt sich nicht so leicht ausgeben. Es war mir egal, ob der Fall offiziell abgeschlossen war. Monsieur Poirot, ich habe geschworen, dass ich ihn um jeden Preis zur Strecke bringen werde. Ich wartete auf das Team der Spurensicherung und ging dann auf die Wache, um meinen Bericht zu schreiben. Ich war offiziell vom Fall abgezogen. Merci, Mademoiselle, aber das kann natürlich nicht der Abschluss Ihrer Geschichte sein. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich. Der Freund von Suzanne Moreau, der Sie manipuliert und die Hütte niedergebrannt hat, war das Ratchet? Nein, das war ein Komplize. Clark, der falsche Journalist, war der Anführer. Michael Clark, der Reporter? War Ratchet? Ganz genau.
Ich war die einzige Strafverfolgungsbeamte, die Clark befragt hat. Ich wusste, dass dies nicht seine erste Entführung war. Sie haben nach ähnlichen Fällen gesucht. Das, was die Amerikaner MMGs nennen. Mittel, Motiv und Gelegenheit. Genau. Ich habe nach jemand Offensichtlichem gesucht. Jemand, der am Rande eines Entführungsfalls steht. Eine offensichtliche Person. Jemand, der die Ermittlungen im Auge behält. Ein unschuldiger Zeuge, ein besorgter Nachbar. Sogar ein anderer Reporter. Und schließlich haben Sie einen Namen hinter einem Pseudonym gefunden. Ja, ich habe einen Namen gefunden. Cassetti. Der richtige Name. Der richtige Name des Mannes, den Sie Ratchet nennen, ist Cassetti. Das erklärt vieles, Mademoiselle, aber nicht alles. Das erklärt, warum sie unsere Hauptverdächtige ist. Aber nicht, wie sie in diesen Zug gekommen ist. Sehen Sie? Sie ist ganz blass geworden. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Entschuldigen Sie, Monsieur Poirot. Ich fühle mich nicht sonderlich wohl. Sie sind erschöpft und spüren immer noch die Wirkung des Medikaments. Bleiben Sie bei uns, Mademoiselle. Nur noch eine weitere Frage. Ich muss wissen, wo Sie sich zuletzt aufgehalten haben. Ich habe mir ein Ticket gekauft und den Zug unauffällig betreten. Das habe ich mir gedacht. Sind Sie direkt in dieses Zimmer gekommen? Ja. Ja, und abgesehen von ein paar vorsichtigen Ausflügen zu den Damentoiletten gestern, habe ich diesen Raum nie verlassen. Ich wollte nicht von Ratchet entdeckt werden. Gestern habe ich mit meiner Zimmergefährtin geplaudert. Eine Miss Schmidt, glaube ich. Hier in unserem Zimmer. Sie brachte mir etwas zu essen. Ich wurde sehr schläfrig und nickte ein. Und jetzt nickt sie wieder ein. Soll das ein Scherz sein? Sie täuscht es mit Sicherheit vor, damit wir sie nicht weiter befragen können, Poirot. No, Bug. Sie scheint wirklich wieder eingeschlafen zu sein. Es ist meine Schuld. Ihr muss letzte Nacht eine gefährliche Dosis Schlaftabletten verabreicht worden sein. Die Wirkung sollte bald nachlassen, hoffe ich. Aber ich fürchte, Sie zu bitten, uns Ihre Geschichte zu erzählen, war zu viel für Sie. Kneifen Sie sie, Poirot! Sie täuscht es vor! Ihre Pupillen sind geweitet. Sie täuscht nichts vor. Und es wird auch hier niemand gekniffen. Dr. Constantin, bitte bleiben Sie bei ihr. Monsieur Bouc, bitten Sie die anderen Passagiere, sich im Restaurantwagen zu versammeln. Es gibt noch viele Fragen zu stellen. Aber alle zusammen? Werden nicht einige mitbekommen, wie sie die anderen befragen? Ich werde leise sprechen. Mir fällt das leicht. Und die Passagiere werden leise sprechen, weil es in ihrem Interesse liegt. Nun gut, ich werde tun, was Sie sagen.